fuck, ich habe nur einen Schuss nur, ne? Nein, ich probiere es. Mal gucken, ob ich treffe. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Destiny. Ja Leute, ich hatte erst Facebook gepostet, dass ich noch unsicher bin, ob ich Let's Playen will oder nicht und ich habe mich jetzt für so eine kleine Zwischenlösung entschieden. Bevor ich jetzt das erkläre alles, erstmal vorneweg, ich habe jetzt einen Clan gegründet für Destiny, wo ihr beitreten könnt, wenn ihr wollt. Ich werde euch mal gleich den Link, ich sage das jetzt schon, damit ihr Bescheid wisst und ich nicht vergesse, das ist mein größtes Problem, den Link in die Videobeschreibung hauen zu meinem Clan und wenn ihr Destiny auf der PS4 spielt, könnt ihr mir dann beitreten, dann können wir ein bisschen zusammen zocken und so, da hätte ich Bock drauf. So gut, aber legen wir uns das mal los. Ich habe mir das jetzt nämlich so überlegt. Wir werden jetzt erstmal loslegen mit dem Mond, da wo wir quasi aufgehört haben. War auf der Erde gewesen, haben alle Missionen ja schon in der Beta gemacht. Auch nochmal in Klammern, Link der Videobeschreibung zu der Playlist von der Beta. Und wir werden jetzt mit dem Mond ansetzen, mit der nächsten Mission sozusagen, und zwar der hier. Und die habe ich aber schon gespielt, denn ich habe mir jetzt überlegt, ich werde einfach alle Missionen, die ich cool finde und die wirklich Spaß gemacht haben und abwechslungsreich waren, die werde ich dann nochmal auf schwer spielen und euch zeigen. Und alle Missionen, die so ein bisschen nach dem gleichen Schema ablaufen, und da gibt es ja einige, so von im Sinne, renne nach B und erledige ein paar Wellen oder so, das werde ich rauslassen. So, das habe ich mir überlegt, könnt ihr mir ja schreiben, was ihr davon haltet, von der Idee. Wie gesagt, ich hole die dann einfach die coolen Missionen nochmal nach und mache die einfach auf schwer, dass das Level höher ist. Hat den Vorteil, dass ihr dann halt die coolen Missionen seht und nicht die langweiligen. Ich meine, die machen zum Zocken, machen die Spaß, aber zum Zugucken ist das, glaube ich, super öde, dann immer wieder das Gleiche zu sehen. Und deswegen macht das deswegen schon mehr Sinn. Plus, ich muss nicht die ganze Zeit aufnehmen und produzieren und kann ab und zu mal auch ein bisschen für mich spielen. Plus, ihr habt eine schnellere Charakterentwicklung bei mir. Also es geht alles ein bisschen schneller voran. Und ich werde natürlich dann auch immer die Unterschiede erklären, was ich so getan hat etc. Das ist mein Plan. Könnt ihr schreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr jetzt alle sagt, das ist doof, weil ihr wollt alles sehen von Destiny. Jede Mission, egal wie langweilig die ist oder so beim Zugucken. Dann schreibt mir das, weil dann würde ich es einfach nicht fortführen. Ne? Weil dann kann ich auch einfach so für mich zocken und ihr guckt das dann bei wem anders als komplettes Let's Play. Ist ja auch in Ordnung. Dann müsst ihr mir einfach schreiben und je nachdem wie ihr reagiert, werde ich es dann fortführen oder nicht. Das würde ich eigentlich damit noch sagen. So gut, leg mal los, ne, mit der ersten Mission, ich habe die doch schon ausgewählt. So, drück auf Starten, ich wünsche euch viel Spaß und, ja, ich bin übrigens schon ziemlich müde, aber halt auch übelst euphorisch und voll am Suchten gerade und ich will damit nur sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht, ich werde noch schlechter spielen als sonst wahrscheinlich, das muss ich denken, ja. Mal gucken. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten, wir hofften, das würde genügen. Ich werde übrigens gleich dann, wenn wir gelandet sind, erstmal meine Items zeigen und meine Skills und dann, ja, zeige ich euch die Skills live in Action. Oh ja, das geht ab wie Schmitz Katze mit meinem Handel. Macht unfassbar Spaß. Früher habe ich des Nachts oft hier hochgeblickt und mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Aber ich habe immer nur verschwommene Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Mein cooler neuer Umhang. Die Kapuze ist neu. Vorhin bekommen. Hab mich gefreut. Cooles. ja. Ein Hüter kam hierher, um sich einen Weg in die Scharfestung zu bahnen. Aber er verschwand einfach. Folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten führen nach da vorne. So, das sind die Skills, die ich momentan habe. Ne? Man könnte meinetwegen auch passieren, wenn ihr so unbedingt nochmal sehen wollt. Interessant ist, das wusste ich auch noch nicht, hier die Granaten. Man kann quasi alle drei skillen, kann aber nicht alle drei benutzen. Man muss sich immer eine raussuchen, welche man dann nehmen möchte. Ich kann jetzt auch sagen, okay, ich will jetzt die Brandsatzgranate und dann ist das jetzt so festgelegt und kann aber dann nicht mehr die Schwarmgranate benutzen etc. Ne? Ich finde dooferweise sogar die Brandsatzgranate eigentlich sogar ein bisschen besser, aber wenn ich das gut habe, nehme ich erstmal die Schwarmgranate weiter, weil irgendwie hoffe ich, dass ich die noch cooler finde. Ich kann ja irgendwie, ich mag das nicht, wenn ein Skillpunkt wasted ist. Mal schauen. So, dann habe ich noch meine Items hier. Automatikgewehr habe ich auch vorhin erst gefunden. Hat schon ziemlich viel Angriff eigentlich, finde ich. 91, 99. Dann Scharfschützengewehr als sekundäre Waffe und ein Raketenwerfer als schwere Waffe. Ist jetzt schon nicht mehr ganz so up to date, aber passt schon. Ja, und ansonsten weitestgehend immer coole Items. Und den Umhang hier, wie gesagt,
Habe ich vorhin gekriegt. Normalerweise, das ist das Standardding. Da ist die Kapuze nämlich nicht da und ich finde die Kapuze mega stylisch. Ich weiß aber nicht, ob man hier irgendwie einfärben kann, weil ich würde das übelst gerne schwarz färben, die Kapuze. Das wäre cool. Ja, mal gucken. So, gut, leg mal los an dieser Stelle. Zeige ich nochmal ganz schnell den Horizont, beziehungsweise hier den Ausblick, wenn man nach oben schaut. Ja, das sieht nämlich richtig, richtig gut aus. Das ist übrigens die Erde. Da sitzt ihr gerade. Ich bin gerade auf dem Mond. So. Gut, dann hauen wir mal hier unser Ding rein. Wenn. Und folgen mal der Mission. Und da kommt dann echt ein bisschen was Cooles so. Und gerade weil es die erste Mondmission ist, deswegen mache ich es jetzt auch. Aber auch weil was Cooles passiert. Der letzte Bericht des Hüters besagt, dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten Gefallenenhaus an sich genommen hat. Teile dieser Ausrüstung wurden erst kürzlich benutzt. Gefallene reaktivieren keine alten Systeme, aber vielleicht der Geist des Hüters. So, Geist einsetzen, machen wir das erstmal schnell und dann geht's los hier. Das war vielleicht zu gut gemeint. Okay, er suchte nach den Überresten einer alten Koloniebasis. Nicht weit von hier. Vielleicht ist er noch dort. Gefallene, wir werden gejagt. So, eliminiere die Gefallenen. Ab geht's, Leute. Und wie gesagt, das ist schon ein bisschen später. Also mal gucken, was ich jetzt hier noch an Leistung bringen kann. Gerade in Anbetracht dessen, dass ich ja Ego-Shooter auf dem Controller nie spiele und Ego-Shooter mit Maus auch nie. Das ist ja immer sehr interessant. Gucken, wie das so läuft. Aber ich finde es ganz cool, weil da kann ich das echt mal ein bisschen üben. Und es macht mir auch Spaß, irgendwie mit dem Controller zu spielen, was ich nie erwartet hätte. So, wo ist denn der andere? Hier war doch noch einer. Irgendwo in der Richtung müsste der sein. Versteckt sich hier irgendwo. Hier ist er nicht. Okay, dann hier ist noch einer. So, ist auch down. Und er hat auch grüne Muni getropft für unsere Sniper. Die nehme ich gerne mit. Hier sind noch mehr. Werfen wir mal Granate. Und da sind solche Drohnen, die automatisch die Gegner dann verfolgen. Aber ich finde halt, dass die... Oh, Achtung, der Granate geworfen. Ich finde aber, dass die ziemlich wenig Schaden machen, die Drohnen. Das stört mich gerade ein bisschen daran. Da habe ich halt einen Skillpunkt reingehauen und hatte ja schon eine andere Granate, die ich bislang eigentlich besser finde. Das stört mich ein bisschen. Aber mal gucken, vielleicht wird das ja noch irgendwie was, ich weiß es nicht. Na komm her, Alter. Gehst mir langsam ein bisschen auf den Sack. Ja, das war mein Wurfmesser, was ihr gerade gesehen habt. Und wenn man damit den Gegner trifft, dann ist er auch tot. Okay, ich soll erstmal den Kleinen töten, bevor ich den Captain mache, weil der Captain hält immer ein bisschen mehr aus. Ach, der ist schon down. Okay. Gut, dann zeige ich euch mal schnell die Sniper. Wenn ich treffe, dann ist er nämlich wirklich schnell One-Hit. Das war aber nur normaler gewesen. Da ist er. Wenn das Schild weg ist, ist er zumindest One-Hit. Lass mal nachladen. Alter, ist übelst viel Kleinvieh noch. Da ist er. Das war nix. Ich sollte vielleicht auch nicht näher rangehen mit der Sniper. Das ist vielleicht auch nicht so klar. Also jetzt habe ich das Schild da weggemacht und jetzt, wenn ich treffe... Oh, das gibt's doch nicht! Ich wollte so nochmal demonstrieren, wie cool die Sniper ist. Den habe ich. So, jetzt endlich. 1700 Schaden ins Gesicht rein. Ja, den können wir einfach jetzt in Nahkampf machen, den Typen. Was soll's. So. Oh, da ist ja noch einer. Hätten wir. So. Gleich zeige ich euch meine Superfähigkeit. Und wir haben eine Waffe gefunden. Alle gucken wir dann später. Oh fuck, ich habe nur einen Schuss nur noch. Ne? Ich probiere es. Mal gucken, ob ich treffe. Woo! Die hat gesessen. Nice, nice, nice. Dann komm mal her, mein Guter. Hätten wir. Jetzt springen die auch noch. Oh, den habe ich doch deutlich getroffen eigentlich. Egal, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Muni sparen. Weil hier kommen gleich härtere Gegner als die Typen. So, was seid ihr denn da? Den habe ich gleich. Das, komm schon. So, der ist down. Den können wir eigentlich mal schnell in Nahkampf machen hier. So. Und da kommen auch schon wieder die nächsten hier an. Dann zeige ich euch mal meine Superfähigkeit. Mit der Pistole. Okay, ich pack mal die Sniper aus eben. Bei den Dingern muss man immer das Loch da schießen. Also nicht das Loch, aber das, was so leuchtet halt. So, ich benutze gleich mal Granate. Komm her. Arschloch. Wo bist du? Weg mit dir. Ja, ja, ja.
So, Achtung, gleich nochmal treffen. Ah, nochmal. Ich habe keinen... Scheiße. Okay, Achtung. Ich zeige euch das mal. Muss ich aber auch treffen. So. Oh, wie ich da immer vorbeischieße. Das ist doch scheiße. Da will man das einmal zeigen. Und dann schieße ich vorbei. Okay, wir können die dann vielleicht nochmal benutzen. Jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen Deckung gehen. Leben regenerieren. Oh, verpiss dich. Ganz ehrlich, ich will es hier nicht verrecken. Okay, ich gehe erstmal ein bisschen Sicherheit. Ah. Okay, da habe ich das Messer ins Knie geworfen, eiskalt. Nein, 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 der Captain. Fuck, wo bist du? Hier. Alter. Stirb. Stirb doch mal. Okay, Deckung. Ja, die Captains, die haben schon immer ganz schön in sich so. Achtung jetzt. Gerade wegen dem Schild, weil sich das immer wieder auflädt, damit die eine gewisse Zeit nicht trifft. Alter. So, jetzt. Ist er jetzt down? Immer noch nicht. So, jetzt aber. Meine Fresse. Aber wir haben ein Achievement bekommen, Reliktern, Mond. Mond, großartig. Man merkt das, ich bin voll jetzt aufgeregt. Dein Sparrow nehmen. Wir sind verbunden. Die Koloniebasis, nach der er gesucht hat, müsste auf der anderen Seite des Bergkamms sein. So, den Hammer. So. Und das ist nämlich jetzt ja auch das Coole mit dem Humvee von den Typen. Kann ich nicht nur Gas geben, sondern auch schießen. Ja, ziemlich nice. Würde mich mal interessieren, ob ich mir irgendwann sowas auch für mich selber kaufen kann. Anstatt zu klauen oder so. Machen wir erstmal weg hier. Das macht auch ganz schön gut Schaden, das Teil. Kann man sagen, was man will. Das Problem ist, da kommen noch mehr von den Typen. Wo muss ich denn hin? Ich mach mal weg hier. Weil, muss mich jetzt ja nicht unnötigerweise mit denen anlegen, was nicht notwendig ist. Ganz ruhig, nicht runterfallen, bitte. So. Hier lang. Hey! Hat gar kein Gas gegeben. Was, Energie alle, oder was? Keine Ahnung, was da los ist. Tja, hierhin war er unterwegs. So, weg mit euch. Ah, siehst? Hätten wir... Ist auch einer... Ah, das ist ein Spieler! Okay, alles klar. So, wir müssen... Wir müssen sogar da, wo der ist, glaube ich, hin. Ja, müssen wir. Alles klar. Steige ich mal ab eben. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat. Gucken wir mal. Es ist natürlich angenehm, dass hier schon Spieler sind, weil dann muss man hier nicht aufräumen. Seine Notizen. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Crota. Ist gar nicht weit von hier. Klingt wie eine Todesfalle. Alter, hört mal auf zu zappeln. Egal, scheiß drauf. So gut, wir müssen weiter. Oh, egal. So. Falsche Richtung. Bisschen. Alter. Hier müssen wir lang. Ganz ruhig. Na komm, wir haben sie Gas hier. Der Boden ist hier kilometerweit untertunnelt. Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen passiert. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. So, gut, dann gucken wir mal. Da vorne, ein gefallener Hüter. Und da ist er. Geist ansetzen. So, nun. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist?
Ach, jetzt schnick ich das erst. Das könnte ja der Geist sein von dem Hüter, hm? Ich weiß es nicht. Wäre eine Möglichkeit. Wir gehen besser auf Abstand. Sollte man besser machen, wenn so eine Riesentür aufgeht. Mich interessiert, wer das war. Aber das sah ja ein bisschen aus wie der Hüter. Die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. So, wieder ein Stück eingeschränkt. Das heißt, wir sollten jetzt möglicherweise nicht sterben, zumindest jetzt, wenn wir jetzt noch weiterkommen wollen. Ah, ich habe leider keinen Schuss mehr Raketen mehr vermehrt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich brauche unbedingt neue Munition. Fuck, die Typen sind das. Habe ich ganz vergessen, dass die hier kommen. Das sind die Kamikaze-Spastis. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn die an einem dran sind, dann machen die richtig böse Aua. Außer man messert sie noch weg irgendwie. So, Achtung, den auch noch. Erstmal ein bisschen Muni einsammeln. Hätten wir. Ist auch down. Auch down. Ja, das Messer, das geht schon gut ab auf jeden Fall. Der lebt ja noch, Alter. Meine Fresse. Aber das Geile ist, dass sie schön Munition bringen. Das gefällt mir. Fuck. So, auch noch. Ja, komm her. So. Aber wie viel kommen denn da noch, Alter? Granate? Ah, keine Ahnung, die Trunkgranate ist doof. Ich kann sie nicht werfen, da liegt es aber auch vielleicht. Rennt mal rein. Ja genau, okay, jetzt hat sie doch noch was gebracht. Schön. Will das dauern? Komm her. So, irgendwann muss das doch mal hier aufhören. Kann mich echt mehr dran nehmen, dass hier so viele auf einmal kommen. Oh nein! So, hätten wir. Und die Ritter sind auch noch da. Die Ritter sind noch schlimmer als die Captains. Die halten noch mehr aus. Aber die soll ich dann mit der Sniper am besten machen. Das wäre das Beste. Aber erstmal will ich hier die Kleinen töten. So, den Hammer. Hammer auch. Nachladen erstmal. Wir haben ja 14 Schuss, also ich denke, da kriege ich es irgendwie hin. Ah, dammit, Kackstein. Okay, nur werde erstmal die Kleinen hier töten. Da brauche ich keine Sniper. Ach. So, der ist down. So, Überraschung, hier bin ich. Mal auch. So, ist auch down. Nice. So, und jetzt die Ritter, Leute. Das sind zwei sogar, glaube ich. Ne? Das oben ist auch ein Ritter. Ne, ist es nicht. Hätten wir. Upgrade freigeschaltet, sehr, sehr cool. Guck ich dann gleich mal. So, jetzt die Sniper auspacken. Wenn du das machst, immer schön, da sollte man nicht schießen, weil es bringt nichts. Ich muss einen Kopf treffen, dann müsste eigentlich One-Hit sein. Ich hoffe es zumindest. Ah, da muss er auch mal ein bisschen ruhiger stehen, darf nicht ballern. Ah, dammit. Wo bist du? Nein, ist kein One-Hit mehr. Okay, krass. Aber zwei Schüsse reichen. So. Da sind aber irgendwo noch welche. Gucken wir mal. Ah, ich finde das total cool. Es macht echt unfassbar viel Spaß, Leute. Dann hätten wir... Ah, die hätte ich mir sparen können. Wobei, er rennt rein. Nee, das war gut gewesen wieder. So, ist auch down. Die halten ein bisschen mehr aus, das sind gelbe. Also Rares sozusagen. So, hätten wir. Muni einsammeln. Ich empfange das ersterbende Licht eines Geistes. Da drin. So, weiter geht's. Da hinten sind viele. Oh nein. Moment. Hätten wir. So. Wo sind die nächsten? Ja, die können wir eigentlich erst rein wegsnipern jetzt hier. Wir haben jetzt genug Muni. Hätte ich 1700 Schaden im Kopfschuss, das ist wirklich nett. Nein! So, ist auch down. Und bei dem muss ich nicht mal einen Kopf treffen. So, gehen wir mal weiter. Na, hier sind auf jeden Fall noch welche. Granate. Hätten wir. Und dann kommen. Das ist eine Hexe. Das habe ich auch ganz vergessen. Nein. Muss ich ein bisschen auf Abstand gehen und wegsnipern, das geht immer am besten bei den Hexen. Okay, die schickt glaube ich hier so Kamikaze-Typen hierher. Na komm her. Alter, was ist das denn? Komm auf damit. Okay, ich versuche es erstmal mit der Sniper. Ich habe irgendwas von hinten gehört, keine Ahnung. Ganz ruhig. Zeig dich. So, hier kann mir nichts passieren. Hier kann mir was passieren.
Ja, ich muss eigentlich nur einmal den verdammten Kopf treffen. Okay, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Meine Herren. Heftig. Ja, ist halt hier der Endboss. Und darf ich jetzt auch mal bitte? So. So. So, noch einmal. Nein! Okay, ich habe eine Idee. So. Komm her. Bam. Hätten wir. Schön, hätten wir. Ein bisschen angestellt wieder, aber irgendwie hinbekommen auf jeden Fall. Aber ich glaube, meine Ausrüstung ist gerade noch ziemlich gut. Gleich da ein bisschen was aus. Skill-Defizit und so. Der Geist ist tot. Aber ich kann noch ein paar seiner Erinnerungen lesen. Diese Höhlen reichen kilometerweit in die Tiefe. Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen. So, Scout-Gewehr-Nachlade. Schlangenlinie-Upgrade. Cool. Freut mich. Wohin? Fast 50% präzise Kill. Ja, schade. Nicht so gut wie meine, die ich schon habe. Weiß es. Aber der Helm könnte vielleicht besser sein. Wobei, nee, der hat keine Attribute. Schade, schade. Ich hatte mich gehofft, dass man vielleicht mal grüne Items bekommt, wenn man es auf schwer durchspielt. Aber leider noch nicht. Aber später dann bestimmt. Upgrade haben wir. Ich guck mal ganz schnell. Behalte die auf jeden Fall. Ich finde die echt nett. Was haben wir denn hier? Verbessertes Visier für präzises Feuer. Nachladen dauert dann ein bisschen länger, dafür höhere Reichweite und mehr Stabilität. Anstatt flexibles Visier. Ja, nehme ich das mal. Haben wir noch irgendwas, was wir upgraden können? Hier haben wir noch was. Erhöht das Nachladen mit Nachladetempo von Scout-Gewehren. Okay. Können wir einfach mal reinhauen. Was war's? So. Gut, Leute, das war's hier zuerst mal gewesen, ne, mit der ersten Mondmission. Wie gesagt, je nachdem, wie jetzt euer Feedback ist, ich werde auf jeden Fall noch die nächste Mission zeigen, also die sozusagen übernächste, die dann kommt, weil da passiert was richtig Cooles, fand ich zumindest. Und dann schaue ich mir halt an, was ihr in den zwei Folgen so schreibt, wie so geguckt wird und wie so die Daumen verteilt sind, ne? Und dann entscheide ich, ob ich das so fortführe oder ob ich nicht fortführe. Aber ganz gleich auf jeden Fall, ob ich jetzt weiter Let's Playen werde oder nicht, ich werde es auf jeden Fall weiter spielen. Also soll heißen, wer meinen Clan will, wer Bock hat, kann gerne beitreten und nur verzockt mal privat eine Runde zusammen. So, ne? Bisschen aus Gaudi. Alles klar, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann auch dabei seid, weil eine wird es auf jeden Fall noch geben. So. Also, bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!